Hallo zusammen und willkommen zurück zum Sonic Boom Rise of Lyrics Let's Play. Und im letzten Part haben wir uns den grünen Kristall geholt. Für was der steht, kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Und wir würden uns jetzt auf den Weg machen zum nächsten Tor. Davor werden wir wahrscheinlich mal bei den NPCs vorbeischauen, gucken, ob die vielleicht unsere Hilfe brauchen, auch die ganzen Stellen reparieren, die es noch zu reparieren gilt. Und ja, sowas halt. Gegend ist zumindest mal wieder friedlich. Bewohner sind erstmal in Sicherheit. Und hier haben wir direkt was zu reparieren. Machen wir gerade mal. 4,4000 machen wir doch glatt. Gerade mal den Hof wieder zurecht gebaut. Gut, und dann gibt es eigentlich jetzt nur noch ein PC-Stuff zu tun, eventuell. Wisst ihr was? Diese Stadt steht kurz vor einem Unglück und niemand unternimmt etwas dagegen. Lyric und seine Schergen kommen näher, aber alles schert sich nur um die Wiederwahl von Bürgermeister Fink, der ohne Gegenkandidat antritt. Wir werden ihn aufhalten. Sorry, aber außer mir selbst traue ich niemandem zu, diesen rostigen Wurm zu erledigen. Ich allein habe mich auf ihn vorbereitet. Meine Familie beschützt uns schon seit Jahrzehnten. Wir allein unternehmen etwas. Nun, wir sind hier. Wir wollen helfen. Okay, aber ihr müsst meinen Respekt verdienen. An den Stränden stehen alte Monumente zur Verteidigung der Insel. Schafft ihr es, die Monumente mit Energie zu versorgen, steigen die Ballons auf und helfen uns bei der Abwehr. Wenn ihr das macht, weiß ich, dass ihr auf der richtigen Seite steht und werde euch helfen. Verstanden. Sind schon unterwegs. Klar helfen wir, klar. So. Das sind ja dann wahrscheinlich die Stellen, wo wir da gesehen haben, mit dem, wo wir unsere Energiestahl benutzen können. Und eine Reparaturstelle haben wir hier noch irgendwo gehabt. Genau, das ist direkt an dem Strand. Und die drei Monumente, die wir wieder mit Energie versorgen sollen, sind auch schon markiert. Sehr schön. Dann begeben wir uns gerade mal dorthin. Gehen wir erstmal das eine Ding wieder aufbauen und dann anschließend tun wir die. Obwohl, ich bin jetzt schon bei dem einen angekommen. Fangen wir gerade mal an mit dem hier. Dann auf der Seite gibt es noch einen. Ich glaube, auf drei Seiten insgesamt gab es noch solche Dinger. Genau. Und dann hier noch den hier. Gut, und dann gab es jetzt hier Schalter, okay. Aktivieren wir mal alle. Einen haben wir. Easy, so, jetzt müssten wir ja irgendwie wieder da hochkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hochgekommen sind, aber ich schätze mal mit den Sprungfedern da an der Seite. Ja, genau. Dann reparieren wir den einen Turm auch noch. Wow, ich dachte, das reicht der Sprung. Aber muss wohl ein bisschen gleiten. Noch zusätzlich. So, reparieren wir das gerade mal. Die Tag und Nacht. Super Arbeit, Leute. So, haben wir alle Reparaturen abgeschlossen. Müssten uns eigentlich gleich wieder bei Bürgermeister oder Ex-Bürgermeister oder wie auch immer, Fink, melden, dass wir die ganzen Reparaturen gemacht haben. Und der befindet sich in der Mitte der Stadt. Werden wir später besuchen. Wir werden jetzt erstmal nach den Verteidigungsanlagen gucken. Für, wie heißt der eigentlich? Egal. So,
geht's als nächstes noch? Da haben wir zum Beispiel wieder so eine Anlage hier vorne. Ah, dafür nehme ich hier das. Genau, hier sind wir gleich schon da. Und dann drüben ist noch einer, genau. Das sieht man auch schon von hier aus. So, das gleiche Spiel wie vorhin. Schalter aktivieren. Anlage anschmeißen und happy sein. Das wären schon zwei. Einen müssen wir noch steigen lassen. So, da hinten ist der nächste. So, nur gucken, wie wir dorthin kommen. Da gibt es ja auch schon wieder so eine. So ein Turbo-Boost-Tor-Gedöns. Da müssen wir das auch ganz leicht erreichen können. So, sind wir schon. So, erst nochmal aktiviert. Dann muss ich gucken, wie ich hier hochkomme. Wahrscheinlich nur mit Amy. So. Wahrscheinlich auch anders, aber ich gehe jetzt mit Amy hier umher. Es kommt mir leichter vor, als wenn ich jetzt die ganze Zeit auf die Plattform warte. Ah. Und gleich nochmal das gleiche hier. So, dann gab es noch eine Etage tiefer. So, und jetzt nochmal eins höher. Das war gar nicht so schlimm, oder? Ja, eben. War ja nicht schlimm. So, dann hätten wir das geschafft und dann gehen wir zurück zu Percy. Ah, Percy heißt die. Okay. Und ja, gehen wir mal zurück zur Stadt. Muss nur gucken, wo hier wieder so ein Tor war. Ach, da drüben. Ah, jetzt haben wir diese Verteidigungsballons überall aktiviert. Verteidigungsanlagen des Dorfes gegen Lyric. Und wir geben uns gleich mal zurück zur Stadt, erstatten Percy-Bericht und sprechen auch mal den Bürgermeister an wegen der Reparaturen, die wir hier aus eigener Tasche gezahlt haben. Damit er seine Wiederwahl gewinnen kann. Und ja. Ich wäre ja dafür, dass hier mal einer Bürgermeisterin, also Percy, mal die Chance gegeben wird, aber ich glaube, dass so viel Diplomatie herrscht in dem Dorf sowieso nicht. So, jetzt musste ich ja irgendwie hier hoch und dann hier drunter. Ja, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Genau, starten wir gerade mal Bericht. Gute Arbeit! Mit diesen Abwehrmaßnahmen wird es sich Lyric zweimal überlegen, ob er unsere Stadt angreifen soll. Vielleicht erkennen die Leute jetzt an, was meine Familie zu ihrem Schutz alles beigetragen hat. Dies ist ein Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit. Wir haben gern geholfen. Wenn wir uns wiedersehen, stoßen wir auf Lyrics Niederlage an. So, macht man das. Und ich schaue mal, was jetzt noch nützlich sein könnte. Bei wenig Ringen mehr Schaden, ja. Werden wir wahrscheinlich nie brauchen, aber meh. Wenn wir uns wiedersehen, stoßen wir auf Lyrics Niederlage an. Gut, dann erstatten wir gerade mal dem Bürgermeister nochmal Bericht für die Reparaturen. Müssen nochmal gucken, wo der rumfleucht hier. Okay, so ziemlich Stadtmitte. Da ist er, ja. Im Namen der Vereinigten Nagetiere möchte ich euch für den großzügigen Beitrag zur Wiederwahl, zum Wiederaufbau danken.
Euch ist unsere unendliche Dankbarkeit gewiss. Alles erledigt. Ein Glück, dass ich hier war. Da, mehr gibt's nicht, oder was? Es scheint, als würde ein zweiter Kandidat gegen mich antreten. Lyric scheint jemand zu sein, der nichts anbrennen lässt. Hoffentlich hat er nicht vor, sich aufstellen zu lassen. Glaube ich nicht. Ich hoffe mal, Percy lässt sich aufstellen. So, eiskalt. So, für Bürgermeisterin und so. Genau, und dann begeben wir uns mal zum nächsten Tor, zum nächsten Schloss. Wir haben ja jetzt einen grünen Kristall, mit dem sich das Schloss öffnen lassen müsste. So, alle Reparaturen hier erledigt, zumindest in diesem Dorf. Bei uns selber noch nicht alles, aber kommt ja alles noch. Und ich überlege gerade, war das. Ist es da vorne oder ist es schon der Turm, da wo wir hingehen? Nee. Das ist tatsächlich da im Wasser. Ha. Hätte ich bestimmt auch schon machen können, aber meh. Spiel erklärt ja eigentlich gerne Dinge, aber gerade bei sowas tut es ja das anscheinend nicht. Meh. Oh, nee. I'm dying here, dammit! Ah! Alter, das Sonic-Spiel springt eh so langsam hier in dem Spiel. Was soll ich machen? Ah, kann ich ein bisschen abkürzen, das Ganze. So weit, so gut. Dann aktivieren gerade mal das Schloss. Können offensichtlich da rein. Hier sind wir richtig. Ich gehe runter und hol den Kristall. Sonic und ich werden den Kristall holen. Knuckles, Tails, ihr bleibt hier, falls das Dorf wieder angegriffen wird. Seit wann hast du hier das Sagen? Ich sage, Tails und ich bleiben hier und beschützen das Dorf. Okay, Knuckles. Ja, Knuckles, wir müssen mehr auf Knuckles hören. Right. Just leave it to Knuckles. Oh Mann. So, nächste Ruine. Nächste Kristall, den wir hoffentlich auch gleich ergattern. Wow, was ist das für ein Ort? Wieso tauchst du immer aus dem Nichts auf? Weil ich toll bin. Und in Lüftung. Ich wurde gebaut und programmiert. Hey, der Kristall. Da ist er. So nah. Er ist direkt beim Eingang. Das passiert sonst nie. Gell? Ich glaube, ich komme da hoch. Unter Wasser, Schatz! Alles klar! So, die Krone hier eingesammelt. Und gerade mal den Schalter aktivieren.
Cool. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite wieder runter. Okay. Und jetzt? Wir können uns nie einfach die Beute nehmen. Immer müssen wir kämpfen. Gut geschwungen, Amy. Die sind fertig. Ich schätze, für den Kristall lohnt sich ein kleiner Kampf. Okay, wer ist der Erste? Erscheint mir immer noch zu einfach, das Ganze. Sind wir fertig hier? Sind wir fertig hier? Ja. Also öffnen wir das gerade mal. Das kam mir etwas zu einfach vor. Was war das? Das war vermutlich der Hüter. Was ist ein Hüter? Armes Kätzchen, liebes Kätzchen. Das wird wohl der Hüter sein. Muss schneller laufen. Er hört nicht auf. Verdammt! Das machen wir aber nicht nochmal, hä? So, noch eine Krone, die wir hier sammeln könnten. Und ja, jetzt müssen wir uns einen Ausgang suchen. Was nicht ganz leicht sein wird. Bingo! Noch ein versteckter Raum. Machen Truhe. Schön. Da können wir anscheinend noch nicht durch. Jetzt schlimm, gehen wir hier runter. Schalter aktiviert. Boah, das stinkt vielleicht. Als Roboter kann ich natürlich nicht wirklich riechen. Jedoch stammt der Gestank nicht von Fisch, sondern von der Mineralablösung. Der Abfall landet hier. Etwa giftiger Abfall? Nur wenn man aus Fleisch und Blut ist. Schon wieder ohne Warnung. Daran müssen wir arbeiten. Gut, wenn ich dir sage, dass der echte Kristall da vorne ist, ist das dann helfen oder warnen? Scheint so, als wäre hier drüben was. So, so, das andere war nur ein Dummy-Kristall, so, so gesehen. Geht los. Weck den großen Kerl nicht ab. Warnung. Sicherheitsverschluss. Nicht identifizierte biologische Signaturen einwenden. Nette Aktion, Sonic! Warum denn so aggressiv? Hehehe, hätte auch gewusst, dass es den zerfetzen wird, wenn ich das mache. Nette Aktion, Sonic. Auf geht's. Tor öffnen oder was auch immer. Nicht so wirklich. Diesem Sprung muss das Timing stimmen.
sie zu knechten. Dass sie den Witz bringen, ja, ja. Ich sehe schon. Genau, der Weg ist ein bisschen riskant hier. Ringe hin oder her. Nehmen wir lieber den anderen Weg. Prima. Ein Ring, sie zu knechten. Ja, ja. Hat jemand Herr der Ringe da schaut, ne? So, da haben wir hier... Ah, ha. Sehen, was das bringt. Verflixt, hier wimmelt es nur so vor fiesen Fallen. Geschafft. Wie, Amy ist vor uns hier. Wusch. Aha. Und hier, was gibt's da? Okay. Ich weiß auch nicht, was es genau gebracht hat, aber okay. Hm. Oh, verdammt! Sehen ein bisschen wütender aus als der letzte Haufen. Wir müssen diese Kerle auf den Hüter werfen. Jetzt flüchtet er einfach. So. Ich will mich aber da nochmal umsehen. Weil da eine Krönchen ist. Wir haben es erfolgreich aus einer riesigen Rührschüssel geschafft. Ja. Klingt weniger spannend, als es eigentlich ist, nicht wahr, Sonic? Toilette gespült. Jetzt haben wir also zwei Wege, aus denen wir wählen können. Aber wir nehmen mal den Amy-Weg. Das ist schlecht für den Ton. Ah, da ist eine Kiste. Challenge accepted. So, mal die beiden Schalter aktivieren hier. Mehr Küsten. So, dann gehen wir mal hier rechts rüber. Oh, gleich mal noch eine Krone ergattert.
eindeutig leichter, als wenn wir jetzt das mit Amy gemacht haben hätten. Okay, und nun? Oh, ich ahne Übles. Yo. Ja, das habe ich erwartet. Und ja, wir sind jetzt im nächsten Part wieder, wenn wir wieder von dem Hüter flüchten und uns hoffentlich gleich den ersten richtigen Kristall schnappen können. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.